Hallo und willkommen am Airport Wörthersee. Mein Name ist Paul Schmalzel, ich bin von Bote Schmalzel. Wir werden heute eine virtuelle Testfahrt machen mit der Candela 7, einem fäulenden Elektroboot aus Schweden, das wir an den Wörthersee gebracht haben. Und ich freue mich wirklich sehr, euch dieses Boot heute zu zeigen. Also, kommt mit an Bord, wir steigen ein und es geht gleich los. Zuerst müssen wir ablegen. Das funktioniert wie bei jedem anderen Boot. Die Candela 7 ist auch ein Bowrider, das heißt, ich kann hier ganz easy nach vorne gehen, kann nach vorne festmachen, kann die Fender herausnehmen und kann dann starten. Das nächste ist, ich schalte den Motor ein und los geht's. So, jetzt müssen wir hier noch aus dem Hafen von Bote Schmalzel herausfahren. Es ist der erste wunderschöne Julitag und unglaublich viel los am Wasser. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, dass wir niemanden hineinfahren. Also, dieses Boot wird gesteuert wie jedes andere Elektroboot mit einem Lenkrad und einem Gashebel. Obwohl ich 50 cm über dem Wasser fliege, brauche ich keine weiteren Dinge. Alles wird elektronisch gesteuert. Die Candela 7 hat zwei Sensoren am Bug, die 100 Mal in der Sekunde messen, wie hoch ich fliege. Dazu gibt es einen Gyro, der misst, in welcher Seite sich das Boot lehnt, ob es nach rechts oder links lehnt, nach vorne oder zurück. Und aufgrund dieser Messung weiß das Boot genau, in was für einer Position sich befindet und kann dadurch zwei Foils ansteuern. Der eine Foil, der zentrale Foil, befindet sich hier direkt in der Mitte des Bootes. Der andere Foil befindet sich hinten am unteren Ende eines langen Schaftes am Außenbordmotor, wo der Propeller auch dran ist, der das Boot steuert. Der zentrale Foil wird angetrieben über einen Drehpunkt mit einem Hydrauliksystem und verändert den Angriffswinkel, den Angle of Attack, eben 100 Mal in der Sekunde. Wenn wir jetzt starten werden gleich, ist der Angriffswinkel natürlich besonders hoch, damit wir aus dem Wasser herausgehoben werden. Wenn wir dann ca. 50 cm über der Wasseroberfläche schweben, stellt sich der Foil gerade ein, alles automatisch, und somit fliegen wir in konstanter Höhe. Das versuchen wir mal. Also, ich gebe Gas. Zum Fliegen gebe ich einfach Vollgas. Wir kommen heraus aus dem Wasser. Dann kann ich wieder meine Geschwindigkeit reduzieren. Wir fliegen jetzt mit 20 Knoten, 23 Knoten dahin. Wir fliegen voll elektrisch. Das heißt, wir haben einen Elektromotor, der 66 kW Höchstleistung hat von der Firma Torqedo. Das Boot ist angetrieben mit einer 100 kW Batterie von einer BMW i3 Batterie. Und wir fahren emissionsfrei, geräuscharm über den Wörthersee dahin. Das Unglaubliche ist, dass wir so effizient unterwegs sind. Ein vergleichbares Elektroboot würde benötigen die dreifache Menge an Energie. Wir kommen mit 45 Kilowattstunden zweieinhalb Mal oder dreimal fast hin und retour über den Wörthersee. Wir haben bei 20 Knoten haben wir eine Höchstreichweite von 50 nautischen Meilen. Was wir jetzt machen, ist eine Kurve. Bei der Kurve verstellen sich die Foils und twisten. Der eine Foil geht nach vorne, der andere zurück. Und deswegen lehnen wir uns wie ein Kampfflugzeug in die Kurve. Und das versuchen wir jetzt. Mit so einem Boot versuchen wir möglichst smooth, also möglichst gleichmäßige Turns zu fahren, nicht zu rasch zu lenken. Wenn das uns einmal passiert, reduziert sich einfach nur die Geschwindigkeit und wir
werden aufmerksam gemacht, dass wir uns zu stark in die Kurve gelegt haben und dass wir wieder aus der Kurve herausfahren sollten. Das nächste, was wir versuchen nach diesem erfolgreichen Turn ist, wir geben einmal die Höchstgeschwindigkeit. Die Höchstgeschwindigkeit ist 30 Knoten und das mache ich ganz einfach, indem ich den Gashebel nach vorne drücke. Bei dieser Geschwindigkeit ist es auch möglich, Monoski zu fahren. Ja? Also das ist ein Erlebnis, das ist unglaublich. Wenn man zurückblickt, sieht man, wir machen fast keine Wellen. Ja? Das heißt, der Monoski-Fahrer fährt komplett ohne Wellen von links nach rechts. Ohne Wellenschlag, das bedeutet natürlich auch, dass wir keine Wellen am Ufer machen. Ein Problem, das wir immer wieder haben. Die großen Motorboote machen natürlich Wellen, die auch die Uferlinie angreifen. Dieses Boot macht es nicht, da wir einfach über den Wellen schweben. Ein letzter Turn und dann sind wir schon wieder zurück bei Boote Schmalzel. Und jetzt kommt die Landung. Ich gehe einfach vom Gas und das Boot setzt sanft auf den Wellen auf. Alles klar, ich hoffe, es hat euch gefallen. Der erste Testflug mit der Candela 7 hier am wunderschönen Werthersee. Im Hintergrund sehen wir das Schloss Velden. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Kommt doch mal vorbei, wir machen Probefahrten, wenn ihr wollt. Schaut euch unsere Homepage an, da seht ihr alle Informationen zu dem Boot. Wir sind für euch da. Meldet euch einfach und dann könnt ihr das Ganze auch einmal selbst ausprobieren und selber in der Candela 7 sitzen. Also, es hat mich gefreut. Ciao, ciao.